Ach so, und weil einige geschrieben haben, warum ich Lebenssteine anstatt der Flakons benutze, das hat einen Grund. Lebenssteine sind nichts wert, die kosten 300 Seelen und man kommt irgendwann mal an einen Punkt, wo man so viele Seelen hat, dass man damit nichts anfangen kann. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Seelen, diese Lebenssteine zu kaufen. Und habe dann irgendwann so 200 Stück immer standardmäßig dabei gehabt. Das hat auch einen Grund, weil die nimmt man relativ schnell. Nimmt man schneller, als man einen Esus-Flakon nimmt. Ich finde, bei einem Bosskampf ist ein Lebensstein schneller genommen, weil dabei kann man sich auch noch bewegen. Flakon heißt, ich stehe da, ich trinke, ich kann gehittet werden. Der Flakon füllt nicht mehr sofort auf, er füllt langsamer auf. Ist doof, ich nehme also lieber den Lebensstein. Flakons sind für mich eher sowas, wenn man mal Rast hat. So. Bearer seeks, lest this land. So, wir steigen auf. Zauber habe ich auf 20. Mache ich jetzt Intelligenz mal auf 24. Haben auch eigentlich alles geskillt. Haben dadurch jetzt auch mehr Bonus auf Magie. Mehr Bonus auf Feuer. Das ist eh immer gut. Für mein Feuerschwertchen. Das kann ich eigentlich auch mal upgraden, mein Feuerschwert. So, verstärken. Ja, konnte ich nur einmal verstärken. Aber egal. Es ist immerhin plus 1. So, wir gehen wieder zurück zu Heides Flammenturm. Das gerade irgendwie mit der Entfernung nicht so wirklich hin. Wow. Alter. Stress hier mal nicht so rum. Geborstener blauer Augapfel. Ja, mit den geborstenen blauen Augäpfeln kann man Leuten helfen, die in Not sind. Dieses blaue Band tragen, diesen Ring. Den kann man damit helfen. So. Ich überlege jetzt gerade, wieso mein weiteres Vorgehen ist. Na, komm mal her. Den kann man übrigens ja auch runterfallen lassen. Ist aber ganz schön schwer, wenn man dabei nicht selber runterfallen will. So. Ich mag Heides Flammenturm. Das ist echt ein cooles Gebiet. Sollte es eigentlich mehr geben von solchen Gebieten. So, mal rausgehen hier. Und wieder geborstene Augäpfel. Ich werde aber noch was machen. Und zwar ganz kurz nochmal. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen für euch nervig. Aber ich glaube, ich werde nochmal ein paar Lebenssteine kaufen gehen. Jetzt habe ich die gar nicht abgehängt hier. Aha. La 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 la, einfach an euch vorbeigelaufen. Bin schon ein fieser Fiesling manchmal. So, jetzt kommen die mich da zurückgetrabt. Und ich kann mich um die hier kümmern, um die beiden. Den muss man relativ schnell wegnatzen.
und hepp und hepp und hepp und hepp. Also wenn die halt Schild und Schwert haben, also dementsprechend irgendwie so ritterlich sind, dann macht es sich echt besser, die mit dem Schwert zu killen. Ich überlege gerade, gab es hier nicht noch ein... Nee, gab es nicht. So. Ich mache jetzt einfach alle nur fertig hier. Ohne Witz. Um, mir von den Seelen Lebenssteine zu kaufen. So, außerdem wollte ich hier die Brücke schon mal freischalten. Hier oben wartet nämlich auf uns der nächste Nebel. Und eine Truhe. Die blaue Kathedrale ist das hier. Ring des Bindens und 5 Menschenbilder. Alter schimmernder Lebensstein. Ring des Bindens, was machst du denn? Könnte ich hier irgendeinen Ring austauschen? Ring des Bindens. Begrenzt den TP-Abzug als Hülle. Na, ist nicht schlecht, wenn man gegen Bosse kämpft. Habe ich hier noch angelegt. Ja, den kann man zum Beispiel durch den Ring des Bindens ersetzen hier. So. Ja, hier hinter, ihr seht es hier schon, da ist ein Symbol. Das heißt, hier hinter wartet ein Bösslein auf uns. Aber ich habe so gut wie keine Heilmöglichkeiten mehr. Großartig, ich bin jetzt schon halb verletzt. Also würde ich eher sagen, ich reise zurück und kaufe mir noch ein paar Lebenssteine. Weil mit 3000 Seelen kriegt man ja ein paar, 10 Stück ungefähr. Dürfte ich dafür kriegen? Ja klar. Einer kostet 300, kosten 10 ungefähr 3.000. Majula, auf nach Majula. So, Stückchen Kaffee noch trinken. Sehr, sehr lecker. So. Bearer of the curse. Nee. Von dir wollte ich gar nichts. Seek souls. Von dir wollte ich was. Nämlich, zack, exakt 10 Stück. Thank Dankeschön. Kindly. Thank you kindly. So, und ich möchte nach Heides Flammenturm zurück. Ich glaube, diesmal kann ich einfach durchrennen. Deswegen habe ich auch schon die Brücke aktiviert. Dann spart man sich jetzt das Kämpfen gegen die ganzen Großen hier, die auch noch sehr langsam sind. Also das Durchrennen sogar noch ganz schön vereinfachen. Ich habe noch einen Heimatknochen drin. Ach, der macht jetzt hier dicht, oder was? Ja, aber nicht sonderlich geschickt. Zum Durchrennen ist natürlich super. Erstmal, ah, mein Schwert. Nee. Da, genau, die will ich haben. Zum Durchrennen ist natürlich immer super, wenn man den Ring hat für schnellere Ausdauerregeneration. Ihr seht, das geht schon ziemlich schnell. Und jetzt geht's hier hoch. Lalalala. Mal gespannt jetzt. In der blauen Kathedrale. Und der alte Drachentöter. Der ist ziemlich ein Arsch. Erinnert ein bisschen an Ornstein vom Design her, deswegen meinte ich, der könnte euch bekannt vorkommen.
Ja, natürlich auch super gewesen von mir, einfach mal so eine Combo reinzulaufen. Oh Gott. Boah, krass. Die Blutflecke hier. Ja, gut, klar, wenn man natürlich jetzt, wenn jetzt gerade jemand ist, der auf Schild kämpft, hat man es gegen ihn, glaube ich, relativ schwer. Oh Gott. Oh nein. Ungünstig in seinen Sprung reingegangen. Boah, Glück gehabt. So, 5 große habe ich jetzt noch. Macht hier ganz schön Rabatz, der Kumpel. Und tschüss! Okay, der ist jetzt, also als Nahkämpfer ist der wirklich ziemlich assig. Aber jetzt so als Fernkämpfer, krass, da war der jetzt nicht so stark gewesen. Der alte Drachentöter, der olle Ornstein. Yay, Speedrun Dark Souls. Natürlich, natürlich. Siegerfaust. Siegerfaust. Das beste Faust. Okay. Ich würde sagen. Oh, es war auch mein letzter großer Seenpfeil gewesen. Erstmal der Drachenreiter. Die Seele eines Drachenreiters, der König Wendrick treu diente, vor langer Zeit stiegen die Drachenreiter auf Würms und man fürchtete sie auf dem Schlachtfeld wegen ihrer hartnäckigen Verteidigung und ihrer einzigartigen Beweglichkeit. Nutzt die besondere Seele des Drachenreiters, um zahlreiche Seelen zu erwerben oder etwas außerordentlich Wertvolles zu erschaffen. Wie immer der Standardtext am Ende. Alte Drachentöterseele. Die Seele des alten Drachentöters. Der alte Drachentöter ähnelt einem gewissen Ritter, von dem alte Legenden berichten. Ornstein. So. Aber, ich würde sagen, wir können ja mal, einfach um den Kampf nochmal zu machen, nochmal den weißen Symbolspeckstein hier legen. Ich glaube, hier draußen sollte das gehen. Hab ja noch 62 Seelenpfeile, das sollte ja reichen. So. Was haben wir hier erstmal? Einen Durchgang, der führt irgendwie nach unten. Und wir können hier die Terrasse betreten. Erstmal gegen eine Kiste hauen. Geborstener blauer Augapfel, 3 Stück. Haben wir noch eine Kiste. Die öffnen wir einfach mal dem Kerl da. Ah, ich werde jetzt auch gerade schon gerufen. Heideritter, Eisenmaske und ein Turmschild bekommen wir, aber erstmal wird geholfen. Wie gesagt, bei Hebenboss nochmal helfen, ist ja auch für euch immer eine coole Sache. Und der hat sich jetzt ordentlich Leute dazu geholt hier. Ich verbeuge mich erstmal. Gut. Krass, entweder waren die jetzt beide so schlecht, oder? Na komm, geht rein. Okay, Dutsch ist der. Ist unser cooler Kumpel. Naja. Oh Gott. Stimmt, das hat er bei mir im Kampf nicht gemacht, diese Attacke. So.
Herr Ornstein hier. Also, man weiß natürlich nicht, ob es Ornstein ist. Ich habe aber die Komplettlösung und die sagt auch so ein bisschen, das könnte Ornstein sein hier. Also, Junge, wie viel Schaden kriegt ihr ab? Okay, aber die Attacke hat er echt bei mir nicht gemacht. Das war echt ein Vorteil gewesen. Aber ihr seht, ne, die kriegen schon richtig aufs Maul. Ich bin wesentlich besser angestellt. Vielleicht ist das Spiel nicht einfach. Vielleicht habe ich auch einfach ein bisschen Skill. Ich habe ja auch immerhin schon Dark Souls 1 jetzt gespielt, also bin ja kein völliger Last Hit. So. Wir verbeugen uns natürlich. Kehrt zurück in eure Welt. Sehr schön. Zeichen der Treue erhalten. 25.000 Seelen habe ich. Yeah! Ach, das ist so schön, dass es bei Dark Souls 2 jetzt endlich dank Steam mit dem Koop richtig funktioniert. Das ging aber bei Dark Souls 1 überhaupt nicht. Man hat doch kaum ein Zeichen gefunden. Bei Dark Souls 2 ist es wesentlich besser, weil viele haben einfach nur Games for Windows Scheiß gehasst. Und bei Steam, da freuen sich die Leute und deswegen kann man hier auch besser koopen. Das heißt, ich freue mich. So, kurz einen Schluck trinken. Mein guter Kaffee. Ja, mit dir wollte ich noch quatschen hier. Transient being. You have obtained proof you are worthy of joining our order. You may call yourself one of us and are free to plant your roots in this garden of the gods. Be proud. I, Tagre, do proclaim from this day you are a knight of the blue. Rejoice. And bask in your new honor. Aha, euren Eid widerrufen und den der blauen Wächter leisten. Ja, warum nicht? You are no longer a mere vagabond. You are now a guardian, a knight of the blue. Proud knight, take this. Siegel des Wächters. Wear this ring and shine light upon stone. Then you will hear the voices of the blue apostles. Listen for their cries of help and repel the malicious invaders. This is the proud work of the Knights of the Blue. The way they elevate themselves to a higher plane. I'll provide what you need. You may visit me at any time. Fällt euch das auf? Das Gebiet hier so unter Wasser hat ein bisschen was von Neulondo, oder? Also so von der Sache her. Ja, und sind es dem Bund der Blauen beigetreten? Proud Knight, you may come to me, Tagre, for help. Das hat auch einen Grund, und zwar kann ich jetzt anderen Spielern helfen gegen PvP-Eindringlinge. Das heißt, es ist gut, um ein bisschen PvP zu machen. Vor allem für mich ist es ganz gut. So. Was gibt's hier so Schönes? Klosteramulett heilt Gift und stellt TP wieder her. Weihwasserurne reinigt Untote mit heiliger Essenz. Blitzstein erfüllt die Ausrüstung mit Blitz. Na gut, für 7000. Explosive Wucht, ein Wunder. Und himmlischer Donner, auch ein Wunder. Oh Wunder, oh Wunder. Gut. Ah, kann noch eine Geste lernen. Oh, die Duellverbeugen-Geste gelernt. We Knights of the Blue must rely upon one another to achieve our greater goal. Present your token of fidelity. To test your strength against other knights. Proud knight, aim high in all things. We knights must protect the apostles of blue. Never forget this fact, and by your honor, never eschew your training. There are others in this forsaken place who have only a lust for blood. They conspire to ambush blue apostles on the road. Knight of the blue, protect our apostles from these bloodthirsty brigands.
Take pride in your duty as a Blue Knight. Work hard and pursue a higher plane. We Knights of the Blue must rely upon one another to achieve our greater goal. Present your token of fidelity to test your strength. Okay, ich glaube, jetzt haben wir hier auch alles. Do your work and I will lend you strength. Okay. Wo geht's denn hier unten hin? 25.000 Seelen. Ich will eigentlich gerade lieber meine Seelen sichern gehen, aber ich will auch wissen, wo es hier unten hingeht. Ach, ein Bonfire. Das ist ja ganz geil. Vorsicht vor dir, Lügner. Kann damit der Typ da oben gemeint sein? Vielleicht hier irgendwas? Ach, hier. Ach, eine Sparringsrunde. Eigentlich kann man so ein bisschen PvP machen. Das ist ja cool, eine Sparringsrunde. Machen wir das doch mal. Lokalisiere Sparringspartner. Achso, jetzt mache ich ja Friendly PvP. Also das ist jetzt kein Angreifen, was ich jetzt mache. Das ist eher Arena PvP. Oh Gott, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich könnte jetzt sterben. Ich glaube, bei einer Sparringsrunde verliert man nichts, oder? Das ist ja sehr geil. Mit The One. Okay, The One. Sparring. Oh Gott. Okay, ich wollte eigentlich jetzt... Ah, das ist ein guter Spieler. Er hat mich erstmal geguckt, dass ich jetzt auch erstmal hier mich verbeuge. Wow. Wow. Der mich weggeklatscht hat. Aber ich glaube dadurch, dass ich, jetzt hier eine Sparringsrunde gemacht habe, zählt das, glaube ich, diesmal jetzt nicht als tot, oder? Nö, zählt nicht als tot. Oh, sehr gut. So, auf nach Majula. Schwein gehabt. Oh Mann. Zick-Zick. So. Wie steigen wir dann heute auf? Erstmal machen wir Intelligenz auf 25. Und dann könnte ich ja zum Beispiel mal ein paar Punkte in Wille investieren. Wenigstens so auf 12. Aber Feuerbonus steigt mit Int. Ich will ja eigentlich ganz gerne auf Pyromantie als zweites gehen. Ich könnte auch mal meine Anpassung mal höher bringen. Ich glaube, damit hätte ich auch... Ich mache einfach die Anpassung auf 20. Ha! So, mich drum herum gemogelt. Sollte dann aber auch demnächst mal ein paar Punkte in Vitalität investieren, weil ich habe doch schon ziemlich wenig Leben. Da sollte man auch so 20 Punkte sollte man schon haben. Gegen Ende vielleicht sogar 30. Gut. Jetzt mal schön die restlichen Seelen immer schön zu Lebenssteinen machen, dann hat man eigentlich alles richtig. Okay, ich würde sagen, liebe Leute, ich mache jetzt hier erstmal ein kleines Päuschen. Lief ja heute extrem gut und ja, mit dem Heidegebiet sind wir jetzt dann auch erstmal so gut wie durch. Dann geht es dann einfach ab in neue Gefilde. Wir sind alle gespannt, was da noch kommt. Ich und ihr und sowieso und bis zum nächsten Mal. Haut rein, BB. Danke für euer Feedback, danke für eure Kommentare. Das hilft mir immer sehr weiter. Ich finde Dark Souls 2 und generell Dark Souls hat echt auf meinem Kanal eine sehr coole Community. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Hi.